Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Großrazzia nach G20-Krawallen in Hamburg. Die Polizei durchsucht in 8 Bundesländern Wohnungen und linke Stadtteilzentren. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Ausschreitungen im Juli zum Teil gezielt geplant waren. CSU und SPD uneins über Flüchtlingspolitik. CSU-Chef Seehofer lehnt die SPD-Forderung ab, den Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutz wieder zu ermöglichen. Seehofer sagte der Bild-Zeitung, die Integrationsfähigkeit Deutschlands wäre damit überfordert. Oberster Gerichtshof genehmigt vorläufig US-Einreiseverbot. Präsident Trump hatte die Maßnahme gegen Bürger aus 6 mehrheitlich muslimischen Ländern verhängt. Die Richter hoben jetzt einstweilige Verfügungen dagegen auf. Es laufen aber noch weitere Verfahren. Russland erklärt 9 US-Medien zu ausländischen Agenten, darunter die staatlich finanzierten Sender Voice of America und Radio Free Europe. Die betroffenen Medien müssen den russischen Behörden Einblick in ihre Aktivitäten gewähren. Wahlkampfauftakt in Katalonien. Der entmachtete Regionalpräsident Puigdemont meldete sich aus Brüssel per Videoschalte bei seinen Unterstützern. Erwartet wird ein knappes Rennen zwischen Separatisten und Befürwortern einer Einheit Spaniens. Gewählt wird am 21. Dezember. Das Wetter. Heute oft dichte Wolken und gelegentlich etwas Regen. In den Hochlagen der östlichen Mittelgebirge gibt es auch Schnee. Im Südwesten und Süden Auflockerungen bei Höchstwerten zwischen 1 und 9 Grad.